Hallo, guten Morgen. Ja, ich bin mal gespannt, was das für ein Video wird. Ich wollte es eigentlich schon gestern machen. Wir leben in Zeiten, in denen es notwendig ist, den Durchblick zu haben, den Durchblick zu bekommen, zu wissen, wer wir wirklich sind. Ja, ich bin Patricia Dender. Ich bin Master of Divine Creation, Master of Divine Healing. Und mir geht es darum, für mich selber immer, immer mehr und tiefer herauszufinden, wer ich wirklich bin hier auf Erden und herauszufinden, was ist der Unterschied zwischen dem, was ich im Außen gezeigt bekomme, was hat das mit mir zu tun und was hat das, was ich fühle, in meinem Innersten mit mir zu tun und inwieweit habe ich denn wirklich Einfluss auf mein Leben, auf meine Gesundheit, auf meine Beziehungen. Was sind überhaupt meine Beziehungen? Wie gestalten sich meine Beziehungen? Auf meine finanzielle Situation. All diese Bereiche in meinem Leben kreiere und schöpfe ich oder schöpfen sich aus mir heraus. Und das ist so wichtig, dass dieses Wissen immer tiefer und tiefer in mich hineinsinkt, dass ich weiß, was ist denn das da draußen? Was bedeutet das für mich? Was ist da etwas? Gibt es wirklich ein Außen? Gibt es wirklich ein Universum, das selbstbestimmt ist? Oder wer bestimmt das Universum? Wer bestimmt die Energie? Wer bestimmt die Schöpfung? Wer bestimmt all das, was ich da draußen sehe in meinem Leben? Wer bestimmt das Geld auf meinem Bankkonto? Wer bestimmt, wie sich die Menschen im Außen für mich zeigen? Wer bestimmt all das? Gibt es tatsächlich irgendein großes, großes Universum da draußen, das alleine ist? Und das alleine erschafft? Oder wie funktioniert das? In welcher Beziehung bin ich denn da? Das ist so eine ganz, ganz wichtige Frage, die ich mir stellen muss. So eine tiefe, tiefe, grundlegende Frage, weil sonst eier ich die ganze Zeit herum. Bin ich der Spielball? Bin ich der Spielball von etwas, wo ich gar nicht weiß, was mich denn da spielt? Was spielt mich denn hier im Leben? Was hat den Einfluss auf mich? Sind es Menschen? Sind es Energien? Was läuft hier? Was läuft hier auf Erden? Was läuft hier in meinem Leben? Fragst du das dich nicht die ganze Zeit? Und warum gibt es Menschen, denen geht es scheinbar besser da draußen? Warum gibt es Menschen, die sind erfolgreicher als ich? Warum gibt es Menschen, die sind glücklicher als ich? Warum gibt es Menschen, die leben in glücklicheren Beziehungen als ich? Warum gibt es das? Hast du dir das schon mal überlegt? Warum gibt es das? Warum gibt es all die Dinge, die du da draußen siehst? Warum gibt es all das, was du wahrnimmst? Warum gibt es das? Warum gibt es das genau nur für dich? Warum gibt es das nur für dich? Warum hast du scheinbar das Gefühl, dass es einfach nur für dich so besonders ist? Warum hast du scheinbar das Gefühl, dass du diejenige bist, die krank ist vielleicht, die finanzielle Probleme hat, die Beziehungsprobleme hat, die was auch immer dich gerade so schwer macht, was so kompliziert für dich ist? Warum ist es scheinbar nur für dich so? Hast du da eine Antwort drauf? Ich habe eine Antwort, warum es scheinbar nur für dich so ist. Warum du scheinbar immer das Gefühl hast, du bist anders als die anderen. Für die anderen funktioniert es alles besser
oder die anderen sind halt gesegnet oder die anderen sind mit einer guten Familie aufgewachsen, haben einen anderen, besseren finanziellen Background. Und für dich ist es halt so schwierig, für dich ist es halt so hart, für dich ist das Leben halt so kompliziert geworden und so weiter und so fort. Hast du eine Antwort darauf, warum es scheinbar nur für dich so ist? Ich habe eine Antwort für dich darauf. Ich habe eine ganz klare Antwort für dich darauf. Und die Antwort ist so einfach. Die Antwort ist, weil das Leben, das du beobachtest und das du wahrnimmst, weil die Menschen, die du beobachtest und die du wahrnimmst, durch dich entstehen, weil es nur für dich so ist, weil nur du die Welt, die Dinge, die Personen, die Zusammenhänge, die Konsequenzen, alles wird durch dich, durch das, was du glaubst, durch dein Weltbild, durch das, was du für dich als wahr hast, so beschrieben, so wahrgenommen, so kreiert. Deswegen hast du das Gefühl, dass es nur für dich so ist. Deswegen hast du das Gefühl, dass es für die anderen anders ist. Weil du merkst schon, Scheiße, das liegt echt nur an mir. Es liegt echt an mir. Aber dann, wenn du das merkst, dann hast du diesen Automatismus, der sagt, okay, Verflix, was ist denn falsch an mir? Warum kann ich denn nicht so richtig sein wie die anderen? Warum kann ich denn nicht so erfolgreich sein wie die anderen? Warum kann ich denn nicht so viel Geld haben wie die anderen? Ganz einfach, weil du dir ein Leben kreierst, ein Bühnenstück für dich, in dem du dir die Rolle der Person gegeben hast, die schlechter ist als die anderen, weil du quasi im, vielleicht bist du nicht mal auf der Bühne deines Lebens jemals angetreten, vielleicht sitzt du immer noch im Soufflösenkasten unten drin in aller Verstecktheit und beobachtest das Treiben auf der Bühne und versuchst zu kontrollieren und zu manipulieren dieses Bühnenspiel, indem du da reinflüsterst, mach so, sag das, tu hier. Aber du sitzt im Soufflösenkasten deines Lebens, weil du nicht begriffen hast, dass du die Wahl hast, welche Rolle du im Spiel deines Lebens spielst. Weil dir noch nicht klar ist, dass du diejenige bist, die zulässt, dass du weiterhin im Soufflösenkasten deines Lebens sitzt und versuchst von da unten aus der unsichtbaren Position heraus, wo dich keiner sieht, irgendetwas da draußen auf der Bühne deines Lebens draußen zu verändern, dass dir irgendwann mal die Erlaubnis geben würde und sagen würde, wow, da sitzt jemand im Soufflösenkasten. Das ist eine ganz, ganz geile Besetzung für eine Rolle, die wir hier oben hätten. Hol diese Person aus dem Soufflösenkasten. Das wird nie passieren. Das wird nie passieren, weil du diejenige bist, die dir die Rolle zuschreibt. Und nichts im Außen kann dir eine Erlaubnis geben, etwas anderes zu tun oder etwas anderes zu sein, etwas anderes darzustellen in deinem Leben, außer du selber. Deswegen sagen auch immer alle Coaches, du musst eine Entscheidung treffen. Und deswegen treffen auch so viele Menschen Entscheidungen. Und zwar immer wieder eine neue Entscheidung und eine neue Entscheidung. Aber diese Entscheidungen, die du triffst, die kannst du nur aus einem Selbstverständnis heraus treffen, das du vorher für dich entschieden hast und festgenagelt hast.
Und wenn du immer noch das Selbstverständnis eines Menschen hast, der im Hintergrund des Lebens steckt, der im soufflösen Kasten steht und alles manipulieren und kontrollieren muss da draußen, bevor er vielleicht eines Tages heraustritt, dann ist das so für dich. Aber du kannst von jetzt auf nachher entscheiden, dass du jemand anders bist. Dass du sein kannst, wer du willst. Das Problem ist nur, aus deinem menschlichen Verstand, aus deinem menschlichen Ego, das so voll mit Überzeugungen ist und Zusammenhängen ist und so funktioniert, dass es dir sagt, wenn dann, zuerst musst du so und das Leben funktioniert so und du musst erst diese Anforderungen erfüllen, du musst erst diese Ausbildung erfüllen, du musst erst das und das machen, bevor du auf der Bühne deines Lebens stehen kannst. Aber das sind genau diese großen, großen Probleme, die die Menschen im soufflösen Kasten halten. Wo sie meinen, sie könnten irgendetwas bewegen, indem sie Informationen streuen, indem sie sagen, wie die Dinge zu funktionieren haben, indem sie irgendwelchen anderen Leuten Vorschriften machen und so weiter und so fort, um dann letztendlich für sich eine andere Entscheidung treffen zu können, als sich zu verstecken im Untergrund und versuchen, irgendwie von hinten raus das Leben so zu managen, dass es irgendwann mal sagt, so, jetzt bist du gut genug, um das Leben zu leben, das du gerne möchtest. Und das ist halt nicht die Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit über unser menschliches Sein. Es ist nicht wahr, dass da außen, im Außen, irgendetwas außerhalb von uns funktionieren kann. Weil wenn du die Geschichte jetzt gefolgt bist, der Geschichte gefolgt bist, die ich jetzt gerade erzählt habe, dann merkst du, dass es nur deine Wahrnehmung ist. Ja, hallo, hallo. Dass wir das wirklich merken, dass außerhalb von dem, was ich wahrnehme und in meinem Kopf mit Gedanken, die Bilder und Emotionen produzieren, dass da nichts ist. Da ist nichts. Da ist keine Gefahr. Da sind keine Menschen, die gegen mich sein können, die mich nicht unterstützen können. Das sind keine Menschen, die mich ablehnen. Das kommt alles aus meiner Schöpfung, aus mir, aus dem, was, wie ich die Welt wahrnehme. Und das zu ändern, ist eines der wichtigsten und dennoch schwierigsten Aufgaben, weil diese Wiederholung der Information dafür sorgt, dass wir etwas als wahr glauben. Und die Wiederholung der Information findet statt, weil ich diese Information in meinem Kopf wiederhole. Ich mache das ganz alleine. Ich. Gestern ist mir aufgefallen, zum Beispiel, dass ich in einem Gespräch habe ich gesagt, ich und eine andere Person. Und dann, oh mein Gott, der Esel nennt sich immer selbst zuerst. Merkst du, wie wir konditioniert worden sind? Du darfst dich nicht mal zuerst nennen. Du musst immer erst die andere Person nennen. So sind wir konditioniert worden. Ich und Petra. Nein, das darfst du nicht. Das ist unhöflich. Du musst sagen, Petra und ich. So sind wir konditioniert, dass wir uns immer irgendwo in eine Position manövrieren, die uns weiß macht, dass da ein Außen ist, dass da ein Außen ist, das wichtiger ist, das mehr Einfluss hat auf uns und das von uns respektiert werden muss. Ich muss ein Außen respektieren, dass es mich limitiert, obwohl ich dieses Außen selbst kreiert habe. Und mit solchen
Sachen, mit solchen Konditionierungen, mit solchen Dingen, die uns beigebracht worden sind, mit dem, was uns beigebracht ist, was höflich ist. Es ist höflich, dir anderen Personen Vortritt zu lassen. Wer sagt das? Warum ist das höflich? Warum ist es besser, dass ich mich zurücknehme und andere erhebe? Warum fällt mir das leichter? Warum wird mir weisgemacht, dass es besser ist, im Außen zu schauen, im Außen zu kontrollieren, im Außen zu manipulieren, im Außen Menschen zu erheben, im Außen Menschen mit einer höflichen Geste? Warum? Warum wird mir nicht beigebracht? Warum wird mir nicht beigebracht, wie das Leben funktioniert? Dass alles das ist, was ich wahrnehme. Warum werden immer wieder kleine Einschränkungen und kleine Ausnahmen mir weisgemacht, dass ich vielleicht immer wieder doch daran zweifle, dass ich der hundertprozentige Schöpfer bin, dass ich die hundertprozentige Schöpferin bin. Warum hat in meiner Erziehung, in meiner Konditionierung, warum hat niemand dafür gesorgt, dass mir gesagt wurde, du bist der Ursprung deines Lebens. Du entscheidest. Jeden Moment, wie du eine Situation wahrnimmst, wie du einen Menschen wahrnimmst, wie du einen Körper wahrnimmst, wie du ein Gefühl wahrnimmst, weißt du eigentlich, dass du niemals entschieden hast, was ein Gefühl für dich bedeutet wirklich, dass du das niemals aktiv bewusst entschieden hast, was es bedeutet, wie du dich fühlst, weißt du das? Deswegen hast du den Gefühlen auch wieder als Macht außerhalb von dir eine Funktion gegeben, die dich klein und beherrschbar macht. Wenn du dich schlecht fühlst, wenn du ein schlechtes Gefühl hast, wenn du sogar ein schlechtes Körpergefühl hast, wenn du einen Schmerz hast, warum kommt immer automatisch der Rückschluss, irgendetwas ist nicht in Ordnung mit mir. Weil das so gewollt ist. Weil es so gewollt ist, dass du nicht hier in diese krasse Schöpferrolle kommst. Und da geht es nicht darum, dass es gewollt ist, dass du kein Geld hast oder dass du was weiß ich nicht, was im Außen nicht hast an materiellen Dingen. Das interessiert keinen. Aber was in diesem kleinen Verstand, in diesem Mindset, in diese Menschelein angelegt ist, dass dieses Menschelein ein kleines, machtloses, wehrloses, ausgeliefertes Menschelein ist. Das ist diese riesengroße Lüge, mit der wir hier alle geboren werden, in die wir eingewickelt werden, in die wir konditioniert werden. Diese Menschelein-Lüge, dass du ein Menschelein bist, ein ganz kleines, machtloses Menschelein, das hier auf Erden zu schauen hat, dass es alles bedient an Anforderungen, die vorgegeben worden sind. Aber keiner sagt dir, dass du jederzeit irgendeine Anforderung, die dir nicht gefällt, einfach sagst, nö, für mich gilt das nicht. Nö, für mich gelten keine Bedingungen, weil ich weiß, ich bin eine bedingungslose Schöpferin. Für mich gilt das nicht, was im Groben gesagt wird, weil ich weiß, dass doch ich das erschaffe. Warum sollte ich mir Limitierungen erschaffen, wenn ich mir bedingungslos meine Schöpferkraft zunutze machen kann? Warum soll ich Umwege gehen? Warum sollte ich das denn tun? Warum sollte ich denn noch warten? Warum sollte ich noch warten, bis ich sage, wie ich es haben will,
Und dann meinem Menschelein, meinem konditionierten Menschelein, mal die Wahrheit über die Funktionsweise des Lebens und meiner Schöpferkraft erzähle. Das muss ich tun. Weil dieses konditionierte Menschelein glaubt doch tatsächlich, dass ich, wenn ich am Morgen die Augen aufschlage, dass da draußen eine Welt und ein Leben ist, das Einfluss auf mich hat. Aber dieses Menschelein muss endlich mal wissen, dass ich bestimme, was da draußen los ist, dass ich bestimme, wie die Welt, meine Welt, mein Universum funktioniert. Und ich weiß, das ist so, so schwer. Auch Gabrielle Bernstein, sie war immer mein Role Model, hat dieses Buch geschrieben, The Universe Has Your Back. Und dann muss ich sagen, who the fuck is the universe? Oder wo ich zu Dr. Joe Dispenza gegangen bin und die hatte den Slogan in Sardinien, a love affair with the divine. Who the F is the divine? Ich habe eine Vorstellung vom Universum. Ich habe eine Vorstellung von dem Göttlichen, mit dem ich diese Liebesaffäre haben will. Aber ich weiß nicht konkret. Ich weiß es nicht konkret. Aber ich kann es wissen, wie es konkret ist. Weil dieses Wissen kann ich abfragen. Hallo, Divine? Wer bist du? Wo bist du? Hallo, Göttliches? Und da kommt ganz klar die Stimme, ich bin in dir, ich bin in dir. Universum, wo bist du? Universe, where are you? I live inside of you. Das ist die einzige Wahrheit. Alles, 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 alles lebt in dir. Und ohne dich hat es kein Leben. Ohne deine Aufmerksamkeit, ohne dass du etwas wahrnimmst, existiert es schlichtweg nicht. Und all diese Dinge, die in deinem Leben existieren, aber die du nicht möchtest, hast du kreiert. Sie existieren in dir. Und es gibt doch diese wunderschönen Meditationen, wo du dich ausdehnst über das Haus hinaus, über deinen Ort hinaus, über den Planeten hinaus, wo du mal so kurz ein krasses Gefühl hast, wie ausgedehnt du sein kannst. Aber das ist deine Vorstellung. Aber wenn du das nicht als Wahrheit für dich annimmst und wenn du nicht weißt, wie das für dich im täglichen Leben funktionieren kann, wenn dein ganzer Ort mit allen Menschen, mit allen Bäumen, mit allen Tieren innerhalb von dir existieren, wenn dein logisches Menschleinverstand dieses Wissen nicht bekommt, dann kann es dich nicht führen. Also musst du deinem logischen Menschlein sagen, ja gut, wenn alles in mir existiert, wenn das so ist, wenn ich das mal gefühlt habe in einer Meditation, was bedeutet denn das jetzt für meine Verkörperung, für meine Haare, für meine Beziehungen, für all diese Menschen? Was bedeutet denn das? Wenn du, die du jetzt da zuschaust oder der du jetzt da zuschaust, wenn du nur innerhalb von mir existierst, ich spreche mit dir, ich sehe dich aber nicht, weil ich hier ein Video mache, aber du existierst innerhalb von mir, dann spreche ich jetzt mit dir, die ich gemacht habe. Ich habe dich gemacht. Du bist in meinem Leben, weil ich dich da rein kreiert habe. Und ich sage genau, wie du denkst und wie du fühlst. Ich sage das. Und dann kannst du behaupten, nö, 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 das machst du nicht. Ich habe ein ganz anderes Gefühl. Ich habe eine ganz andere Wahrnehmung. Aber in meinem Universum, nein. In meinem Universum bist du
das, was ich haben möchte. Und was möchte ich denn haben, dass du bist in meinem Universum? Ich möchte, dass du ein Output von mir bist, den ich großartig finden kann, den ich feiern kann, der mir gute Gefühle gibt, wenn ich an dich denke. Möchte ich mich fröhlich fühlen? Möchte ich mich glücklich fühlen? Das möchte ich für dich. Das ist das göttliche Ich, was diese Regeln befolgt. Alles ist großartig, alles ist perfekt. Und wenn dieses Menschelein, wenn dieses Menschen-Ego-Ich aus seiner falschen Perspektive, aus seinem Soufflösenkasten heraus mir wieder weismachen muss, dass du vielleicht mich nicht mögen könntest, dass du mich vielleicht ablehnen könntest, dass du mich vielleicht kritisieren könntest, dass du vielleicht schlecht über mich reden könntest, dann habe ich das genauso kreiert, auf die gleiche Art und Weise. Aber jetzt muss ich lernen, die Wahrheit, die wahre Stimme, manche, die göttliche Stimme, die Stimme der Perfektion zu hören. Das muss mein Menschelein, mein Ego, das muss das neu lernen. Diese ganzen Lügengeschichten, die mir verzapft und übergestülpt worden sind. Ja, ihr kennt ja vielleicht auch dieses Bild, wo oder ein Kopf ist von einem Kind und ganz viele Eltern, ganz böse Sachen und du bist schlecht und du bist nicht gut genug und über dieses Kind drüber schütten. Aber das ist etwas, was wir uns im Großen als die Gesellschaft kreiert haben. Warum können wir uns nicht ein Bild kreieren, wo wir uns gegenseitig überschütten mit dieser göttlichen Wahrheit, mit dieser göttlichen Perfektion, mit dieser göttlichen Fülle? Warum machen wir das nicht? Weil wir falsch glauben. Weil wir immer noch glauben, dass da in dem Göttlichen, in dem Universum etwas außerhalb von mir ist, was ich nicht beeinflussen kann. Aber ich beeinflusse alles. Ich beeinflusse jedes Gefühl von mir. Jedes Gefühl. Es gibt nichts im Außen, was mir ein Gefühl gibt. Nichts. Ich habe das Gefühl, XY hat ein Problem, wenn ich erfolgreich bin. Ich habe das Gefühl, ich sag's ja schon selber, ich habe das Gefühl, XY hat ein Problem mit mir. Also wer hat das Gefühl? Das ist so klar, es ist so sonnenklar. Nur muss ich das meinem Verstand von so vielen Perspektiven her immer wieder erklären, dass da außen keiner ist mit einem freien Willen, den ich ihm nicht zugeschrieben habe. Dass da außen keiner ist in einer Art und Weise in Beziehung zu mir, bevor ich ihn kreiert habe. Und diese Beziehung, diese Love Affair zu dem Divine, ist in Wahrheit eine Liebesaffäre zu meinen Ansichten, zu meinen Perspektiven, zu meiner Schöpferkraft, zu meiner Wahrheit, weil ich will doch in Wahrheit nur Sachen, die sich göttlich toll, prima, Fülle, frei, unterstützt und Liebe nach Liebe anfühlen. Und das ist auch das, was ein Kurs im Wundern sagt. Was würde die Liebe sagen? Aber ein Kurs im Wundern sagt dir auch nicht, dass du das alles bist. Und dass du jedes Mal entscheiden kannst, bist du Liebe? Ist Göttlichkeit, ist deine Wahrheit Liebe? Ja, dann ist doch klar, dass du dir ein Reich aus Liebe erschaffst und aus Unterstützung. Warum machst du es denn einfach nicht? Warum läufst du immer noch rum und denkst, dass da draußen Systeme sind, dass da Menschen sind, dass da Politiker sind, dass da Lehrer sind, dass da Ärzte sind,
die dir etwas anhaben können. Das ist nicht so. Wenn du weißt, in was für eine Welt du lebst, die du dir erschaffst, da kann die Welten, die andere Menschen sich erschaffen, die musst du nicht Teil deiner Welt machen. Die Ideen, die Vorstellungen, die andere haben, die musst du nicht als Vorstellung für dich anerkennen. Das musst du nicht. Du musst auch nicht glauben, dass du die Vorstellungen anderer Menschen teilen musst, weil du kannst einfach deine Vorstellung in deinem Reich so leben. Und wenn ich die Vorstellung habe, dass andere Menschen meine Meinung teilen, wie ist es dann in meinem Universum? Dann teilen die meine Meinung. Aber wenn ich da rausgehe und sehe, wow, das sind irgendwelche Menschen, die sind ganz anderer Meinung, ich muss die ablehnen, dann habe ich Menschen in mein Reich, in mein Leben, in mein Universum erschaffen, die ich ablehnen muss. Aber wenn ich alles entscheide, warum glaube ich doch immer noch, dass da draußen etwas ist, was mir sagen kann, dass ich gut oder schlecht bin, wie ich zu denken habe, was ich zu glauben habe. Und dieser wahre Glauben, was die Wahrheit in dir ist, wenn du diese ganzen Geschichten und diese ganzen Stories wegtust, dann fühlst du das. Und das ist dein Weg. Das ist dein Weg, egal was du willst, ob du hier bist, um Gesundheit zu kreieren, ob du hier bist, um Liebe zu kreieren, Liebesbeziehungen zu kreieren, um Geld und Reichtum zu kreieren. Es ist alles dasselbe. Es ist dasselbe. Und es gibt dieses wahre Wissen, diese wahre Stimme, diese Stimme, die dann zu dir kommt. Wenn du in dieser Leere bist, wenn du nichts mehr denkst, wenn du nichts mehr glaubst, dann ist es alles da. Und das ist der erste Schritt, dass du das einmal fühlst, dass du das einmal spürst, dass du einmal spürst, dass alles eigentlich du bist, dass alles, was du fühlst, dass es aus dir entstanden ist, dass es aber bedeuten darf, dass es Perfektion ist. Wenn alles Perfektion ist, in deiner Vorstellung, in einem Universum, in dem es nur um unsichtbare Energie gibt, die Schwingung ist, die sich dann formt zu einer Form, was ist dann? Was ist dann? Wer formt die Formen? Alles ich. Nur ich. Dich gibt es nur durch mich. Das ist einfach krass. Aber das immer mehr und mehr zu spüren, gibt dir so ein Wohlfühlgefühl. Und lässt dich so lossausen und lässt dich so aus deinem soufflösen Kasten raus auf die Bühne des Lebens. Und du erlaubst dir wieder zu sein, wie du sein möchtest. Dich zu zeigen, wie du dich zeigen möchtest. Weil du weißt, du kreierst dir keine mehr. Du kreierst dir keine Menschen mehr in dein Leben, die dich verurteilen, die dich kritisieren, die mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, nein, 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 das ist scheiße. Aber du musst es dich trauen. Du musst raus aus diesem verdammten Soufflösekasten. Aufhören, dich zu verstecken.
Ja, dich gibt es nur durch mich, so geil, mit dem Satz gehe ich jetzt durch den Tag. Ja, geh mal so durch den Tag. Genau, das ist das Allerbeste, dass du wirklich dir immer wieder bewusst wirst, was du betrachtest, wie du es beobachtest und wie du es damit erschaffst. Und bei Menschen ist es halt nicht anders. Und deswegen sind wir alle Heiler. Deswegen, Dr. Joe Dispenza sagt, the healer in you, activate the healer in you. Ja, aktiviere alles in dir. Aktiviere die reiche Frau in dir, aktiviere die Geliebte in dir, aktiviere die Göttin in dir, aktiviere sie selber. Warte nicht, bis dir irgendeiner einen Code downloadet. Warte nicht, bis dir irgendeiner die Erlaubnis gibt, zu wissen, dass du schon lange alles geschaffen hast und alles kreiert hast. Und wenn du dir jemanden kreieren musst, der dir irgendwelche, keine Ahnung, so und so Codes downloadet oder dir irgendwelche anderen Permission Slips und Erlaubnisgeber gibt, für die du auch noch teuer bezahlst und die dann aber nicht deins sind. Es ist jetzt schon alles deins. Du musst es einfach nur in Anspruch nehmen. Claim your divinity. Lebe wie ein Gott. Aber dazu musst du wissen, wie ein Gott lebt. Dann frag, wie lebt ein Gott? Frag das. Wenn sich's gut anfühlt, ist es wahr. Wenn sich scheiße anfühlt, stimmt es nicht. Ich hoffe, ich habe dir damit geholfen, wieder dein Göttliches anzusprechen, deine göttliche Wahrheit, deine absolute Unabhängigkeit von irgendetwas im Außen dir fühlen hat lassen. Und wenn du selber entscheidest, was für ein Leben du kreierst, was für Menschen in deinem Leben sind, was für eine Community in deinem Leben ist, was für eine Frau du sein möchtest, dann mach es deinen Vorstellungen entsprechend. Und warum mache ich das in meinem Coaching-Programm? Weil wir nie aufhören, diese Energie zu ziehen uns, die uns dann wieder sagt, oh, fühlt sich scheiße an, ich glaube, da bin ich einer Lüge aufgesessen, um dann wieder die Energie der Wahrheit zu ziehen und dann aus dem Vollen zu schöpfen. Das ist Menschelein. Menschelein lebt so. The human being. Das ist es. Aber was mache ich denn mehr? Womit verbringe ich meinen Tag mehr? Das ist doch die Frage. Was macht mir denn wirklich, wirklich, wirklich Spaß? Was macht dir denn wirklich, wirklich, wirklich Spaß? Mir macht wirklich, wirklich Spaß, ein geiles Leben zu erschaffen. Eine geile Welt zu erschaffen. Mit ganz viel geilen Menschen, die ganz, ganz, ganz glücklich sind. Das macht mir Spaß und ich weiß, dir macht es auch Spaß. Also erlaube dir das. Wie ein Maler, übrigens da hinten ist ein Kalender von der Katrin Mescheder, die ist auch bei uns in der Gruppe, sie ist Künstlerin. Sie hört auch nicht auf, Bilder zu malen, die sie sich vorstellt und ins Leben zu bringen. Und ob sie hier auf Papier sind oder ob sie in der Form eines Menschen sind, in der Form eines Hauses, in der Form eines Autos, ist doch wurscht. Mach's einfach nach deinem Gusto, nach dem Ebenbild, nach dem du erschaffen worden bist in göttlicher Perfektion, erschaffst du jetzt in diesem Ebenbild und manche nennen es halt Paradies. Also erschaffe dieses Paradies. Einen ganz wunderschönen Tag wünsche ich dir und sei Gott, sei die Göttin. Lerne die Göttin kennen, die in dir lebt und dann weißt du, dass aus dieser Göttin, die in dir lebt, dass du die Frau, die alles hat, erschaffst. Und das ist geil. Verkörper dich in deiner Göttlichkeit und lass dir nichts anderes mehr einreden. Tschüssi!